Ich bin heute Abend hier im Kapitoltheater in Düsseldorf. Hier spielt das Erfolgsmusical Kein Pardon. Die Vorstellung läuft schon und ich kann Ihnen eins verraten. Wir von Verstehen Sie Spaß kennen heute Abend mit dem Hauptdarsteller Kein Pardon. Viel Spaß. Jetzt bin ich hier oben in der Regie. Das Stück läuft. In diesem Musical gibt es eine ganz besondere Sportart, die heißt Haustürklingelraten. Kannte ich vorher auch noch nicht. Unser Hauptdarsteller Enrico wird jetzt gleich klingeln und hört natürlich jeden Abend die gleichen Töne. Das ist doch langweilig. Wir haben heute ein paar neue Töne für ihn. Und das Schöne ist, seine Partnerin, die Ulla, ist natürlich auch, klar, unser Lockvogel. Ulla, es geht los. Gib alles. Ich würde mal sagen, das war Lassie. Lasso, und die hier zum Beispiel? Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen, Batzen. Egal, komm, wir machen was anderes. Komm, ein bisschen mehr geht schon, auf geht's, komm, lach mehr. Ja, genau so. Ist alles okay? Ja. Oder was ist denn mit der Schlinge hier zum Beispiel? Die geht gar nicht. Ja. Wie willst denn du die denn? Ich weiß auch nicht. Ulla, super. Geht auch nicht. So. Wir kommen gleich wieder. Ich versuch's mal. So. Lass mich mal versuchen. Nee, Ulla, hör auf, ich glaube, die Leute werden gleich sauer. Jetzt. Ach nee, komm, sei nicht so ein Spießer. Bitte, bitte, Ulla, bitte. Ulla, vergiss mal den Text. Ja. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Vielleicht möchtest du mal gern. Vielleicht würdest du mal gerne nach London oder so? Oh ja, nach London! Ich wollte immer mal nach London! Richtig, da gibt's nicht so viele Spießer. Guck mal her, jetzt ist gleich soweit. Jetzt kommt gleich die große Geburtstagsszene. Peter Schlönske alias Enrico feiert gleich mit seiner Verwandtschaft im Wohnzimmer. Und was machen wir von Verstehen Sie Spaß? Natürlich gratulieren. Und das macht heute jemand ganz Besonderes, das ist nämlich die Sophie. Du wirst jetzt gleich zum Geburtstag gratulieren und natürlich musst du auch was schenken. Du gehst auf die Bühne und trau dich. Und sei mutig. Nimm den Papa mit, der passt auf dich auf. Ja, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Hallo, Tante Irmgard. Tag, Peter, Glückwunsch. Mein Junge, zu deinem Ehrentag die allerherzlichsten Glückwünsche von der ganzen Familie. So, jetzt kommt meine Überraschung. Seid mal alle ruhig. Und hier kommt meine Überraschung. Sophie, die gehört natürlich nicht zum Stück und Enrico hat sie noch nie zuvor gesehen. Diese alte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Peter. Dankeschön, das ist aber lieb. Das ist aber ganz lieb von dir. Aber können wir da gleich drüber sprechen? Jetzt möchtest du da gerne drüber sprechen. Das ist doch ganz besonders lieb von dir. Also, ist doch schön, man freut sich doch, wenn man ein Geburtstagsgeschenk bekommt. Anbieten, weil der ist schon alle. Du bist doch ein Kind. Ach so, stimmt. Vielleicht möchtest du ein Buch haben? Nein. Was kann ich denn für dich tun? Nichts, das jetzt auspacken. Dann packe ich das mal aus. Oh, ein Häschen. Das ist aber lieb von dir, dankeschön. Sophie. Ja, jetzt weiß ich. Komm, Sophie, nicht. Komm raus. Sophie. Was? Tschüss. Ja, ich habe gerade gehört, die Sophie ist irgendwo hier im Theater verloren gegangen. Das glauben zumindest die Schauspieler auf der Bühne. Ich weiß natürlich, wo sie ist. Sophie, du kannst jetzt rauskommen. Ulla, das ist ja toll. Ich freue mich so für dich. Wann geht's denn los? Ach, sie haben's eilig. Ich flieg schon morgen. Und das für ein ganzes Jahr. Ist das nicht cool? Papa? Papa? Bist du hier angepackt? Oh, nee, Papa ist nicht da. Ich bin ja auf der Bühne. Oh, Papa!
Sollen wir den Papa mal suchen gehen? Ja, das ist cool. Freitag der 13., ne? Richtig cool. Jetzt kommen wir gleich zur Schlüsselszene bei Kein Pardon. Unser Hauptdarsteller Peter Schlönske trifft in einer Talkshow auf seine Oma und seinen Opa. Aber das ist ja langweilig, weil die kennt er ja. Ich habe neue Großeltern für ihn. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Dann geht schon mal runter auf Position. Viel Spaß. Danke. Ja, das sind meine Großeltern für Peter Schlönske. Und hier sind die Menschen, die dir so viel bedeuten. Hier sind deine Großeltern, Hilma und Hermann Schlönske. Oh, Enrico. Oh. Dass ich dich sehe. Das ist Fernsehen. Ja. Bitte nehmen Sie Platz und sprechen Sie hier Gott, in die Mikrofone. Ja. Alles klar. Das freut mich ja. Lange nicht gesehen. Habt ihr eure Plätze nicht gefunden? Ne? Ja. Setzen Sie sich. Die sehen heute ganz anders aus. Ja. Da sind wir sicherlich überrascht. Ja, wie, liebe Karin? Herr Schlönske. Oh wei, oh wei, oh wei. Oma und Opa sind natürlich gut im Stück angekommen, aber unser Hauptdarsteller trifft normalerweise jetzt auf seine Mutter. Aber das wäre ja langweilig. Jetzt kommt ein ganz besonderer Überraschungsgast für unseren Hauptdarsteller Enrico De Pieri. Mama, du kannst runter. Ja. Ach so, ich muss mich auch fertig machen, denn ich muss mich vorbereiten für meinen großen Auftritt. Ein Traum wird wahr. Guido Kanz bei Kein Pardon. Hier ist Hilde Schlönske. Ach ja. Peter! Oh mein Peter, dass ich dich wieder habe. Alles wird gut, ich weiß es. Peter, weißt du das? Ja, jetzt wo du da bist. Oh, mein Peterchen, was starker Kerl bist du geworden. Wunderbar. Ja Peter, was für ein Star in unserer Sendung, meine Damen und Herren. Mutter Weimer. Ja. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Mama, du bist auch da. Oh. Hallo, liebe Tochter. Frau Weimer, also unser heutiges Thema ist ja Peter Schlönske. Haben Sie denn irgendeine Beziehung zu Peter? Ja, ich habe eine sehr, sehr tiefe Beziehung zu Peter, weil Peter, also jetzt muss es ja mal raus mit der Wahrheit. Also Sie haben es ja verdient, dass Sie wissen, wie es überhaupt ist. Also jetzt komme ich damit raus. Also der Peter ist nämlich gar kein echter Schlönske, das ist ein Beimer. Peter! Ja? Peter, wie konntest du uns diese Geschichte so lange verheimlichen? Ich habe extra bis heute gewartet. Frau Beimer, dann müssen Sie den Peter ja wahrscheinlich besonders lange schon kennen. War er denn schon immer so talentiert? Oh, der Peter, der war kreativ. Ah, oh, war der kreativ. Der Peter, der hat immer mit den Püppkes gespielt. Also, und dann hat er gehäkelt. Ja, Peter, ich hab da was mitgebracht hier. Guck mal hier, du hast sogar dein Ballettröckchen selber gehäkelt. Guck mal hier. Ja. Peter, steh doch mal auf. Wir wollen doch mal gucken, ob das noch passt. Peter, freust du dich? Rufe mal hier. Peter, wunderbar. Guck mal, ja. Dann müssen wir nur noch ein zweites häkeln. Ne? Ja. Kannst du damit losgehen? Wunderbar. Oh, Peter. Der Peter hat ja sein Talent, hat er ja auf der Bühne in Akropolis entdeckt. Und dann hat er also immer diesen den Sataki getanzt. Oh. Und hat er den Kunden auch noch beigebracht. Lass uns doch mal den Hansemann grüßen. Haben wir denn vielleicht? Ja, grüße mal den Hansemann. Was du willst, Marie. Ja, mach mal ein Solo. Ja. Also ich glaube, das reicht großartig. Fantastisch. Mach mal ein Solo. Ups. Jawohl. Schön.
Peter! Ja? Wir haben einen weiteren Überraschungsgast. Oh, der Glückshase ist da. Peter! Jetzt hast du die großartige Möglichkeit, den Glückshasen zu fragen, was du ihn schon immer fragen wolltest. Was ist hier eigentlich los? Das ganze Leben ist ah! Sehr tapfer. Hallo Düsseldorf! Hier wird jetzt die wahre Stimme los. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß?